Hallihallo meine Freunde, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und wir treffen uns heute mit Poppy Sweeting. Ihr seht uns schon stehen, den Auftrag. Dafür müssten wir allerdings erstmal das Schulgebäude verlassen, weil wir sind ja noch hier aus der letzten Folge, ne? Das geheime Skriptorium von Salazar Slytherin haben wir gefunden. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und wir haben einen unverzeihbaren Fluch gelernt, nämlich den Crucio-Fluch. Und ja, bin gespannt, ob wir den gegen Gegner anwenden müssen. Ich würde es gerne mal machen. Auch wenn es eigentlich verboten ist und unter Zauberern nicht gesehen. Aber was machen wir nicht alles fürs Let's Play? Also werden wir auch Crucio anwenden und ebenso wie Avada Kedavra. Und ich glaube, der dritte, was war der dritte? Ich komme gerade nicht drauf. Mir liegt es auf der Zunge eigentlich. So. Aber wie gesagt, jetzt treffen wir uns erstmal mit Poppy Sweeting. Die ist da hinten. Und Poppy ist ja unsere kleine Freundin hier von den Tierwesen und bin mal gespannt, was er für uns hat. Wir haben ja auch Testrale bereits gefangen, wir haben Testrale bereits gezüchtet. Und ein Einhorn haben wir, beziehungsweise zwei Einhörner haben wir schon. Und das hier sieht doch auch wieder interessant aus. Rebellion. So, wenn wir einmal hier sind, können wir das ja gleich mal benutzen. Gut, wir schauen. Wie gesagt, wir kennen das aus Assassin's Creed Origins und wir drehen uns das Ganze. Wir brauchen die vielen Sterne, brauchen wir wahrscheinlich hier, ne? Zoom mal raus. Das hier sind die vier Sterne. Also hier die rechte Seite jetzt, ne? So müssen wir uns das drehen, noch ein bisschen rauszoomen. Und jetzt haben wir es gleich. Genau, so hier will ich das haben. So, ne? So. Und zack. Der Skorpion. Yes. Sehr schön. 5 von 5. Finde Astronomie-Altäre. Herausforderung abgeschlossen. Ja, so schnell kann es gehen. Und weiter geht's. Ab zu Poppy. Poppy Sweeting. Noch 900 Meter. Das geht fix. Wir haben ja unseren Besen. Wollte man nicht Seidenschnabel unter uns schon wieder alles rot. Die sammeln sich hier unten. Die horten sich zusammen. Aber es wird ihnen alles nichts bringen. Hier stehen auch wieder Leute rum. Wenn die wüssten, was wir ja mittlerweile können, dann würden die abhauen. Dann würden die hier die Beine in der Hand nehmen und sich ganz, ganz schnell verkrümeln. Scharfsinnige Augen. Scharfsinnige Augen? Sind die unter die Landwirte gegangen? Hier unten das haben wir gemacht. Das war das Grab. Und jetzt geht's weiter zu Poppy. Die ist ja gleich hier, ne? 300 Meter. Bisschen weit ab von Hogsmeade. Ja, guck mal hier. Hier unter uns ist diese Festung. Hier waren wir, glaube ich, schon gewesen. Haben wir hier nicht gegen einen Troll gekämpft? Kurz mal schauen. Nein, hier waren wir noch nicht gewesen. Ah, hier krabbelt aber einer lang. Okay. Ja, dann lassen wir die mal. Kommen wir bestimmt später nochmal dazu. Und verschwinden erstmal aus ihrem Einzugsbereich hier. Ups. So, Poppy, meine Kleine. Wo bist du denn? Hier müssen wir auf sie warten. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Oh. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Okay, wir müssen also danach zurück zu Basti, aber jetzt erstmal zu Poppy. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Ja. Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen.
Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Okay. Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Okay, Feuer und Sünde, Folge Poppy. Na dann. In diesem Gebiet wurde die Spur für Poppy kalt. Ich könnte aber mal... Also wenn Poppys Geheimnis bei uns sicher ist, sollte ja eigentlich auch unser Geheimnis bei ihr sicher sein. Bombarda nehmen wir mit. Und... Crucio. Unverzeihlicher Fluch. Nehmen wir auch mit, falls wir auf Gegner treffen. Wer hier wildert, der kriegt uns. Ein Zentaur. Mega. Sei vorsichtig. Bin ganz ruhig. Das ist nicht nur einer, das sind zwei. Ein ganzes Schloss und sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm? Nein. Dass wir nicht merken, wie immer mehr von ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Oh, vor denen habe ich echt Respekt, vor den Zentauren. Die machen... keine Gefangenen, sagen wir es mal so. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Das stimmt. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Oh nein! Ach, Poppy, kannst du... Ich wollte zu der... Ist okay. Ich wollte nur zu der Kiste. Na gut, Poppy, komm, weiter geht's. Müssen die Wilderer aufhalten. Die wilden Wilderer. Mit unserem unverzeihlichen Fluch. Ein Hirsch. Alter. Das ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Ja, die Kiste, die wollte ich ja holen, Poppy. Was ist denn hier alles blau? Wie seltsam. Was meinst du? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht... Suche nach Anzeichen von Wilderern. Hier haben wir schon eins. Pelze. Arme Tierwesen. Dann ist das Feuer noch an. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Und ein Käfig haben wir hier noch stehen. Warum haben Sie Ihre Käfige nicht mitgenommen? So, und hier hinten haben wir noch was. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Und warum steht hier was zu trinken rum? Okay, Poppy, wir haben Koboldmetall gefunden. Irgendwas Interessantes? Ja. Hier waren Wilderer, eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Und den gibt's nicht mehr. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Na, wem sagst du das? Komm, Poppy, wir gehen mal weiter. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Tja, Geld. Ich tippe mal auf Geld, beziehungsweise Gold, Galeonen oder wie auch immer das hier gehandhabt wird. Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung?
oder weniger diskret. Wir könnten. Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Wir machen Desillusionierung. Wie gesagt, wenn uns einer erwischt, dann gibt's Cruciado. Ja? Entweder füttert man das Tierwesen oder es futtert dich. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Du bist da, um gegessen zu werden. Den steche ich ab wie einen Nock. Ich hab was gehört. Hast du was gehört, ja? Gott, voll konzentriert, Leute. Bobby, bleib du in Deckung. Findest du hinter dir nichts als irgendwelche Wilderer. Ja, ja. Läuft die los? Warte mal, Poppy, ich muss mal kurz in den Sack gucken hier. Danke. So. Vielleicht sollte ich nachsehen. Dann komm einfach mal nachsehen. Ich habe alle Assassin's Creed Teile gespielt, Mädel. Du bist hier nicht sicher. Weil du die Letzte bist. Die Letzte deiner Art. Pedalicus Totalus. Revelio. Hey Merlin, man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, der ist raus. Gehen wir einfach mal schauen, Bobby. Mega Power Trunk haben wir wieder gekriegt. Und eine Truhe und betritt das Zelt. Ist das wieder so ein verzaubertes Zelt wie letztes Mal? Was? Bei Merlins Bart? Oh mein Gott. Ein Hornschwanz. Oh fuck. Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Adelio. Ein eher leiser Ansatz ist wohl angebracht. Dem kommen wir nicht vorbei, ne? Ablenken wird nicht gehen. Was hat Victor sich dabei gedacht mit ihnen geschehen? Wir müssen jetzt erstmal ausweichen hier. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Ha, sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Es widert mich an, an ihrer Seite zu arbeiten. Wie erträgt Renrock es bloß in Rookwoods Nähe? Abscheulich. Nicht mehr lange. Bald stehen wir nicht mehr unter der Frucht der Zauberer. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Okay, also Kobolde und Zauberer arbeiten wie eine Zweckgemeinschaft zusammen. Wenn sich dieser Zweck nicht mehr erfüllt, werden sie gegeneinander antreten. Die zwei werden sich nicht bewegen. Oh, fuck. Sehr schön. Okay, aber wie schalten wir die beiden aus? Die stehen hintereinander. Jetzt können wir sie holen. Ist ein lästiger Mensch wenig. Okay, gut. Gewöhn dich nicht daran. So, Bombarda hat schon mal funktioniert. Rebellion. Ein Fuß vor dem anderen.
so leise wie möglich. Ja, ich bin absolut leise. Ich benutze hier Bombarda. Okay. Truhe. Nicht identifizierter Gegenstand. Boah, die Drachen dort draußen, ne? Krass. Da hinten haben wir noch viel, viel mehr Zauberer. Aber wie gesagt, wir sind auch hier zum Looten. Ah, da unten sind zu viele. Wir müssen außen rum. Vor allem, wir dürfen auch. Hast du die Kobolde gehört? Ja. Henrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Revelio. Sprich mit Poppy. Oh Gott, ich wäre jetzt direkt weitergelaufen. Poppy, wo bist du? Was passiert da unten? Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Hallo, Mora. Erreiche den gefangenen Drachen. Okay, Leute, wir werden einen Drachen befreien. Revelio. Sieh nur, wir haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Ja, wir nehmen das mit. Alles gut. Ein Apfel noch essen hier. Das Gold nehmen wir auch mit. Das brauchen die sowieso nicht. Und dann Alohomora. Alohomora. Okay, erst außen. Müssen uns ein bisschen beeilen, nicht dass wir auffliegen. Na komm. Okay, sehr gut. So, das Ei nehmen wir mit. Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Na bitte. Leichtfüßig und lautlos. Ganz genau. Revelio. Vorsicht! Redrock mit seinen Drachen unversehrt. Wie komme ich an den Drachen ran? Okay. Ich hatte einen grünen Daumen. So, ich nehme halt alles, was hier. Alter. So, uno momento, por favore. Hier, wie wär's denn damit? So, wo bist du, mein kleiner Freund? So, leise und leichtfüßig. Oh nein. Du, dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Okay, Leute, ich glaube, es wird Zeit. Hey, Struzi. Schau, was da kommt. Sollen wir weg? Da noch mehr. Was bist du denn? Wow, so nicht?
Also, okay. So. Wo, hier oben noch, ja? So, und wo bist du? Wir haben keine Zeit, wir müssen sie befreien, bevor noch mehr kommen. Alles klar. So, komm her, meine Kleine. Wir brauchen Akio. Wir brauchen Akio, 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 Akio. Akio. Ja, Mann. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich sag's dir von Anfang an. Das finden wir dann wohl raus. Oh oh. Flieht, ihr Narren! Sehr geil. Raus hier? Hier lang. Ich würde gern die anderen Drachen noch befreien. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Sollten wir Ärger von den Wilderern erwarten? Nachdem sie Ärger mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Och, das ist egal. Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Okay, stimmt. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Ja, das stimmt. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Poppy, ich... Wir sehen uns dann später im Schloss. Alles klar. Poppy, wie gesagt, ich hoffe, sie verrät nicht, dass wir den Fluch angewandt haben, ne? Oh Gott, ich sehe nichts. Ich will nur zur Kiste. Genau zu der hier. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Wenn ich das so sagen darf. Okay, Professor Weasleys Aufgabe. Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen. Besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Okay, gut, Freunde, machen wir in der nächsten Folge und dann machen wir auch mal zu Basti und bin gespannt, welcher der nächste unverzeihliche Fluch ist, den wir lernen werden. Also dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob. Ciao, macht's gut.